Ich bin der Überzeugung, dass zunehmend mehr Finanzdienstleister verstehen, dass die Thematik nachhaltiges Geldanlegen eine ist, die keine Modeerscheinung ist, sondern die auch in der Zukunft von zunehmender Bedeutung sein wird. Das spürt man an allen Ecken und Enden. Man spürt es an der Vielseitigkeit der Finanzprodukte, die hier angeboten werden. Man spürt es aber auch in den Aussagen und in den Commitments. Wir sind der festen Überzeugung, dass mit Blick in die Zukunft das Thema Nachhaltigkeit ein entscheidendes in der Finanzindustrie sein wird und dass zunehmend mehr konventionelle Produkte sich auch in diese Richtung werden entwickeln müssen, weil hier die Investoren am Ende mit den Füßen abstimmen und sagen, wir wollen unseren Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt auch leisten. Hat der Kongress etwas über neue Produktmöglichkeiten gezeigt? Der Kongress hat insofern mit einem Thema auf jeden Fall eine neue Dimension aufgezeigt, nämlich den Bereich Green Building. Wir stehen hier noch ziemlich am Anfang, aber die Renovierung der Deutsche Bank Tower soll und haben in Frankfurt zeigt schon sehr deutlich, man muss zwar viel Geld in die Hand nehmen, dort sind es rund 200 Millionen, aber es lassen sich auch wirklich bahnbrechende Einsparungen im Energiebereich darstellen, sei es nun durch Mehrfachverglasung, sei es durch neue Antriebssysteme für Fahrstühle und andere Aspekte, sensible Lichttechnik im Haus. Die Immobilien sind der größte CO2-Ausstoßer, den wir haben. Und deshalb, wenn wir die politischen Ziele einhalten wollen, was die Begrenzung des CO2-Ausstoßes angeht, dann geht es nicht ohne die Gebäude. Aber da stellt sich immer die Frage, wie stehen die Investitionen und das Ergebnis in Relation zueinander? Wie schnell amortisiert sich so etwas? Aber die großen Immobilienfonds und auch kleinere sind momentan dabei, dieses Thema verstärkt zu spielen. Und deshalb hier ist quasi eine weitere Asset-Klasse grün geworden oder ist dabei, grün zu werden. Und ich denke, das ist eine gute Nachricht. Wie sehen Sie die Lage bei einer Assetklasse, die schon lange teilweise grün war? Nehmen wir mal Aktien- und Rentenfonds. Da zeichnet sich doch ab, dass die nachhaltigen Wertpapierformen eigentlich im defensiven Bereich, da fehlt es an Instrumenten, ich sag mal nachhaltige Geldmarktfonds beispielsweise oder defensive nachhaltige Investmentfonds, seien sie nun Dachfonds oder wie auch immer als Mischfonds. Es gibt aber Weiterentwicklungen in dem Bereich. Ich habe beispielsweise heute mit einem Anbieter gesprochen, der seinen Mischfonds in Zukunft wirklich auf ein Risikokontrollsystem umstellen will, um zu sagen, maximal 5% Verlust pro Jahr. Das ist schon mal eine Aussage, also eine Risikobegrenzung nach unten. Sowas braucht die Branche. Aber im nachhaltigen Aktienbereich geht es nach wie vor eben immer um die Frage, ist es ein Ökoeffizienzfonds, also ein Best-in-Class-Ansatz, oder ist es ein Sustainable-Leader-Fonds? Dabei wird, finde ich, immer viel zu viel über die Frage diskutiert, ob der Fonds dann am Ende wirklich nachhaltig ist oder nicht. Denn es gibt angrenzende Themen wie Wasser beispielsweise, wie Cleantech, wo es nun Unternehmen gibt, die Mischkonzerne sind und auch andere Geschäftsfelder haben, die vielleicht nicht nachhaltig sind, die aber eben in diesem Bereich eine Schnittmenge zur Nachhaltigkeit haben. Da wird man mit Blick in die Zukunft doch eher schauen müssen, etwas mehr Pragmatismus in das Aktienfondsmanagement reinzubringen. Und das, denke ich, wäre ein guter Trend. Wie sehen Sie die Stimmung der Vermittler und Berater, die Sie hier beim Kongress wahrgenommen haben? Können die positiv sein? Ich denke, dass sie gerne Missionare für die nachhaltige Thematik sind, dass sie auch den Sinn und Nutzen erkennen. Sie sind aber im Augenblick in vielerlei Hinsicht verunsichert und hilfesuchend. Es ist auf der einen Seite eine Frage des Marktgefühls, wenn man sich anschaut, Schwierigkeit, Griechenland, Club Med und so weiter. Das heißt, die Überlegung, wie geht es an den Märkten weiter? Und auch ein bisschen Verunsicherung, Produktklarheit und Wahrheit. Da wird es doch noch einige Zeit dauern, bis das Vertrauen zurückgekehrt ist und die Vermittler dann auch noch bessere, sagen wir mal, Transmitter der nachhaltigen Botschaft zu den Endanlegern sind. Björn Drescher von Drescher und Sie und Mitinitiator des Kongresses, Sustainability-Kongresses, herzlichen Dank. Danke.